Moin zusammen, es geht jetzt zu zweit mit null Beweisen einmal nach Grafton. Ich glaube, Grafton haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Ich weiß es nicht genau. Wir versuchen immer unterschiedliche Maps zu spielen, aber manchmal weiß ich auch nicht mehr, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Also tut mir leid, wenn manchmal öfter die gleiche Map kommt, vor allen Dingen wegen der Maple Lodge zuletzt, weil, ja, da wollten wir die für sie diese Weekly-Aufgabe abschließen. Deshalb mussten wir es so oft machen. Ja, Dots anmachen. Ja. Und die ganzen Dots hier. So, okay, dann schauen wir mal. Wir haben den Brecki hinter dem Master Bedroom. Und ja, hier sind die meisten Schneeflocken. Es ist noch das Weihnachtsevent. Endlich kein Geisterfoto. Also, wir könnten ein Perfect Game hier bekommen. Wir bereiten alles vor. Hallo Schneemann, leuchtender Schneemann. Tanz mal schön weiter. Also, Vorbereitung und dann hüpfen wir rein. Bis gleich. So, okay, die größte Vorbereitung ist schon mal fertig. Nur als kleiner Tipp, achtet aufs Wetter. Es schneit hier gerade. Das heißt, ihr seht es hier schon. Hier ist der Atem. Ihr werdet überall im Haus Atem sehen. Also, denkt da nicht, oh, hier ist ja der Geist. Nur so ein kleiner Tipp. Wenn es draußen schneit. Wenn es nicht schneit, dann ist natürlich, wo ihr den Atem seht, der Geist am. Oder der Geist läuft gerade in diesem Raum oft rum. Was auch passieren kann. Der Geist geht manchmal spazieren. Er bleibt nicht immer in seinem Raum sitzen. Egal, ob das jetzt ein Banshee ist oder ob das jetzt ein Djinn oder Goryeo ist. Die können auch mal ab und zu sagen, ach, ich gehe mal aus meinem Raum ein bisschen raus, vertrete mir die Beinchen. Ne? Also ich hoffe einerseits, dass wir keinen nervigen Goryeo hier kriegen, weil der ist wirklich der schwerste bei null Beweisen. Habe ich da gerade was gehört? Aber andererseits kann ich euch natürlich so auch die ganzen Nullbeweistests zeigen, die man... Hallo, da bist du. Ja, B funktioniert. Der Geist hat mir gerade im Moment die Laterne ausgepustet. Er ist in diesem Waschraum. Knochen habe ich noch nicht. Sein Pusteknopf. Okay. Also ich glaube, er ist da hinten in dem Raum. Das kann man aber doppelt checken mit einem Kruzi, mit einem Thermo. Ich nehme die Kamera. Na, Salz nehmen wir später. Ich will eine Kamera mitnehmen. So, ich lasse das Kruzi in der Hand, falls ihr auf die Idee kommt zu handeln. So, dann lege ich das hier vor den Raum, dass der Raum abgedeckt ist. So, schauen wir mal. Ihr seht, es ist jetzt überall kalt, weil es schneit. Ja, kannst du mal. Ich bin hier unten noch nicht komplett fertig, weil der Geist hat sich eben sofort bemerkbar gemacht. Wenn er nicht oben ist, dann kannst du auch hier unten noch weiter suchen. da ist ein Versteck im Geisterraum. Wir werden aber natürlich oben den Sessel primär benutzen. Im Geisterraum als Notfall benutzen wir das Versteck dann. Ja, genau, die Kisten stehen da. Hier, Freunde, könnt ihr haben. Ist geschenkt. Also, wie gesagt, hier unten im Wohnzimmer, in der Küche und im Esszimmer und hinten der kleine Raum, die habe ich auch noch nicht abgesucht. Könnte auch noch da sein. Nehmen wir noch eine Kamera schon mal mit. So, wir machen jetzt gleich eine Taschenlampe hierher. So. Dann kann man das sehen, wenn er sich nähert. Disco-Gast. Disco, Disco. So, Freundchen. Du bist doch hier drin, oder? Hast du ein Orb? Bist du ein Mimic? Nein. Okay. Das ist das Erste, was ihr checken solltet. Auch bei null Beweisen, ein Mimic wird euch immer einen Orb zeigen. Weil er... Es wird gesagt... Ich habe meine Kopflampe vergessen. Es ist technisch kein Beweis, es ist eine Fähigkeit. So, Freund, bist du denn hier? Ja, du bist hier. Das war diese Tür hier, oder? Wer, wenn nicht? Ja. Ja, zweimal, okay. Aber versetzt, nicht direkt die zwei Geräusche, die ihr gerade gehört habt. Das erste war eine Türinteraktion, das zweite auch, aber verschiedene Geräusche dafür. Es gibt verschiedene Audio-Cues dafür, für die Türinteraktion. Und wenn die direkt hintereinander passieren, ist das sehr wahrscheinlich eine Yurei-Fähigkeit. Aber das hört ihr dann hört ihr die beiden Geräusche. Manchmal auch zweimal die gleiche Audio-Cue. Es kommt eben darauf an. Also,
Ah ja, perfekt. Da kannst du dann, merk dir das Versteck, da kannst du nachher für die Null-Sanity-Aufgabe deine Sanity drainen, weil das ist sicher das Versteck. Oh, hallo, da bist du ja schon reingelatscht. Ja, weil das ist ziemlich sicher, selbst wenn der Geist bei dir anfängt zu handeln. Oh, sorry, meine Nase juckt, tut mir leid. Okay. So, genau. Ich habe noch drei Knochen gefunden. Ja. So, wir haben jetzt eins, drei. Ich glaube schon, wenn ich was schneiden trag. Dreimal Salz, okay. Du bist noch hier? Ja, bist du. Ach ja, ich kann euch nur empfehlen, benutzt Glowsticks und das T1-Thermometer. Selbst wenn ihr das T3 habt bei beiden Varianten. Die sind besser. Glaubt mir einfach. Aktuell, es ist ein Bug, aber aktuell zeigt euch das T1-Thermometer die tatsächliche Temperatur vom Raum an, während die anderen, die zwei, oh mein Gott, die zwei digitalen, die zeigen euch so einen ungefähren Wert an und schwanken zwischen dem tatsächlichen Wert und plus 3. In diesem Bereich schwanken die. Ja, nicht mehr lange, der Brecki ist aus. Hihi. Ich mach den jetzt gleich mal wieder an. Ich muss nur mein Feuer finden. Mann, F und G sind aber auch so nah beieinander immer. Mensch. Du hast eine Schwimmbrille, dass du was sehen kannst, ne? Ja, ich mach den Brecki wieder an. Der Gin ist raus. Bip, 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 bip. Ich liebe das EMF T3. Also bei den meisten Sachen, T3 ist natürlich besser. Bei den Kopflampen, die T2 reichen vollkommen aus, meiner Meinung nach. Gehen auch hier die Smudgy ist T2 auf jeden Fall. Hast du das Licht im Wohnzimmer ausgemacht? Nein. Okay, dann war es der Geist. Sensoren empfehle ich T2. Zumindest für meine Bedürfnisse hier, Ghost Highway und so, da sind die besser. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte hier den... dass der hier auch langsamer wird, wenn der uns nachher jagt. Wenn er uns nachjagt. So. Benutze im Zweifel die Schwimmbrille. Lass dir ruhig Zeit. Ich habe den Geist ja da einigermaßen unter Kontrolle. So, den lassen wir hier. Die zwei nehmen wir mit. Und dann tun wir die hier oben hin. In das Versteck. Weil hier verstecken wir uns dann nachher. So. Okay, ein Laternchen müssten wir noch dahin bringen. Wir können da perfekt für Onryo testen, weil, so, die tun wir mal hier hin. Dann tun wir das daneben. So, und das einfach da an die Treppe. So, nehmen wir das mit, dann fahren wir jetzt ein paar Interaktionen. Ich nehme auch eine Laterne mit in den Geisterraum für den Onryo. Ja, da in dem Twins Bedroom war ich auch noch nicht, also da kannst du auch ruhig mal gucken. Hier unten Twinspeck. Ja, hat das noch gezählt? Ach, scheiße, kannst du Knochen vergessen? Ich hab's eh verkackt. Ich wollte hier ein Foto von der Tür machen und hat nicht gezählt. Scheiße. War gerade in der Sekunde vorbei, als ich das Foto gemacht habe, weißt du. Okay, der hat irgendeins von diesen... Sag mal, Freund, wo läufst du denn hin? Ich habe noch einen gefunden im Übrigen gerade. Ja, kannst du fotografieren, aber wir werden kein Perfect Game haben. Diesmal habe ich es verkackt. Ich hätte die Tür nicht fotografieren sollen. Ich hätte die Tür einfach lassen sollen, weil das EMF ging ja schon eine Zeit lang. Ja, scheiße. Na, was sagst du dazu? Na, du findest das lustig, ja. Das ist doch egal. Du findest das nicht lustig. Ich habe den Ausdruck verkackt, ist ja egal. Immerhin haben wir kein Geisterfoto als Aufgabe. So, dann mache ich hier mal eine kleine Polti-Straße fertig. Da muss der Lichtschalter. Du kannst, wenn du willst, dich da schon mal mit dem Parabol hinter den Sensor da hocken und das Whispern einsammeln. So, ich baue jetzt hier einmal einen kleinen Polti-Highway auf. Oh, ich muss noch eine Kamera da hinstellen, fällt mir gerade ein. Flackerchen. Seht ihr es? Hier ist jetzt gerade Atem, weil der Geist vorhin hier rausgewurmt ist. Der ist auch gerade wieder durch den Sensor gesteppt. Das heißt, da seht ihr es? Durch den Sensor. Der kommt also immer wieder hier hin. Was?
Ja, da hinter den Sensor, da wo auch die Laterne und das Kruzi sind. Ja, wie immer, ne? Ja, Ja, mach da gucken wir dann auch, ob der zu uns kommt. Wenn man Banshee und Phantom testet, muss man auf der gleichen ich. So, da Etage kommt sein. nämlich Schalke, ja. Ein Lichtschalter, ja, warte, ich kann mal gleich gucken, welches, ob da ein Licht angemacht wurde. Ah, nee, ich habe gerade in der Küche Licht ausgemacht, vielleicht war es das gewesen. Ich kann trotzdem mal kurz gucken. Nee, hier nebenan ist kein Licht an. Ist hier ein Licht angemacht worden? Das war normal. Nö, hier ist auch keins. Ja, das war vom Raum die Tür, aber war eine einfache Interaktion. Ich mache das Licht hier mal im Geisterraum aus, dass der was aktiver wird und dann können wir ja mal gucken, ob das vielleicht ein Meer ist oder so. Ah, ihr hakt jetzt aber ab, ey. Die benutzt gerade einen anderen Laptop. Sie meint, da läuft es besser, da sieht sie besser und so weiter, aber sie hakt da so dermaßen ab. Sag mal, Freund, lässt du den Lichtschalter da mal in Frieden? Was wollte ich? Ach ja, Seine die Liste Kamera. passt hinten eben, alles mit 80. Schon wieder alles auf 80, Ja, okay. 80. Ja, heute ist 80er-Tag. Ja, der 80er-Tag. Bip, 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 bip. Ich liebe dieses EMF, es ist so cool. Show us, give us a sign. Are you here? Man kann hier auch mal auf mehr testen, indem man drumherum Lichter einschaltet, die in der Nähe vom Geisterraum sind. Weil ein Meer kann das sofort wieder ausschalten. Und man kriegt dann auch ein EMF-Reading. Okay, du warst jetzt schnell mit meinem Feuerzeug. Ach ja, der Radius, in dem die Geister interagieren können, ist auch ziemlich hoch. Also der könnte mir theoretisch, wenn ich hier stehe und er ist im Raum, glaube ich, auch schon das Feuerzeug auspusten, wenn ich das hier so anhabe. Also nur weil der Geist euch eine Laterne oder ein Feuerzeug auspustet, braucht ihr nicht gleich zu denken, er steht genau neben euch oder hinter euch oder so. Ihr seid nur in seinen Radius reingetreten und ich glaube, der ist 4 Meter. Ich habe das mal mit Sensoren beobachtet. Ich glaube, der ist so ungefähr bei 4 Metern, denke ich mal. Ich teste noch das Licht hier, weil das ist auch nah am Geisterraum. Nee, keine Reaktion drauf. Okay. Ich kann die auch mal auflassen, falls es ein New Ray ist. Jetzt hat er was geschmissen. Ich glaube, ich lasse das hier an, wegen dem Brekkie. Wir machen 18 jetzt. Hast du einen Whisper denn bekommen vorhin? Ja, hatte ich. Okay, Wo bist du denn vorne schon? dann musst du da eine Minute im Licht sitzen bleiben. Das ist sinnvoll, bist du schon alles geschmückt mit 18 Hey, leuchtet doch schon alles da, Leuchtstäbchen und sowas. Ja, das passt ja. Ja, vorhin der eine Geist hat das wohl schon gewusst, den ich im Maple Lodge hatte, der da die Disco gemacht hat, da mit dem Licht. Sag mal, Lichterketten, so. Lichterketten draußen, schön. Bunte. Ja. Ja, aber die sind leider nicht mehr lange da. Die kommen ja in 3 Wochen oder so sind die dann weg. Also wir sind noch am Anfang vom Weihnachtsevent. Schade, ne? Finde ich mal schade, weißt du. Diese Lichterketten da. Okay, ja, dann beobachten wir den mal ein bisschen. Oh, ich habe gar keine Kamera hier. Ich hole die mal schnell. Warte mal, habe ich das Licht gerade eben ausgelassen im Raum? Hast du einen Lichtschalter gehört? Nein. Ich könnte schwören, ich habe das Licht vorhin ausgemacht, bevor ich hier weggegangen bin. Dann hat der Geist es angemacht. Ja, ich habe es gerade wieder ausgemacht. Ich glaube, das ist dann kein Meer. Der hat, glaube ich, Licht angemacht, also ist der Meer raus. Okay, Meer ist raus. Und ins Salz ist er auch gestampft. Wraith ist natürlich auch raus. Den Breaker hat er noch nicht ausgemacht. Ja, und zu uns gelaufen ist er auch noch nicht wirklich. Der ist zwar einmal ziemlich weit rausgewurmt, aber jetzt nicht bis zu uns.
Stimme der letzten mitfinden, Geist. Was, der letzte Geist? Der letzte war doch ein Gorio. Ja, vielleicht ist er wieder ein Gorio. Ja, kann sein. Dann müssen wir eben alles durchtesten, was man testen muss. Wir können ja mal kurz nach der... Wir können kurz nach der Sanity gucken gehen. So. Das gleich Boah, das Abhaken wird immer schlimmer bei dir, ey. Ja, nee, die Sanity ist immer noch gleich, also ist der Moroi raus. Moroi verflucht einen übers Parabol, deshalb, wenn sie nicht. Moroi Gorio ist immer noch drin, ne? Ja klar, Gorio ist bis zum Schluss immer drin, ne? Der ist immer drin. Eigentlich, ja. Ja, muss man gucken. Shade kann auch noch sein. Da kann auch alles sein, bei 80. Also ich habe jetzt hier auch schon mal so einen kleinen Polter-Highway gebaut. Das hier ist die Kamera, die außerhalb vom Geisterraum steht und in den Geisterraum reinschaut. Und das hier ist die, die im Geisterraum steht und nach draußen guckt. Okay. Also für nachher für Shapeshift oder Poltergeist am besten die hier benutzen, weil da habe ich ja schon die ganzen Teller und das Zeugs hingeworfen. Dann hin die Schneemänner da, wie sie tanzen. Die kann man hier gut sehen halt. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen rein und drainen Sanity. Der hat ja noch nicht versucht zu handeln oder sowas. Der hat noch nichts Besonderes gemacht. Mal gucken, wie er sich verhält. So, jetzt gehen wir einfach... Ich glaube, gerade hätte dann ist er geworfen. Ja, kann er ja machen. Also, wir gehen jetzt in die Beobachtungsphase. Wir beobachten den Geist jetzt erstmal ein bisschen, wie er sich verhält. Ob er vielleicht zu uns kommt oder so. Wir drainen jetzt auch was Sanity. Ich mache dafür mal. Ich muss machen, ja, wir müssen ja Sanity drainen. Wir beobachten mal, ob der zu uns kommt, ob das ein Bench ist, aber ich glaube nicht, der wäre schon längst zu uns gekommen, wahrscheinlich. Wir hören es ja, wenn er in das andere Salz tritt. Also, bis gleich. Okay, Sanity ist jetzt unter 50. Er hat noch nicht versucht zu handeln. Komischerweise. Er hat noch nicht versucht zu handeln. Du hast noch keinen Kruzifix gehört und Lichter sind auch noch alle an, ne? Ja, ja. Könnte ein Deochen vielleicht sein. Oh, ich sehe gerade, da oben ist Licht an. Ich mach das mal aus. Oh, der hat hier gerade geflackert. Ich sehe gerade, da oben ist Licht an. Das mache ich mal aus, lieber, damit uns der Breaker nicht um die Ohren fliegt, weil der Breaker ist nämlich neben dem Geisterraum und da ist kein Versteck beim Breaker. Ich glaube, der Geisterraum macht das sein. Nee, du warst doch vorhin da oben, hast gesagt, der Schrank da ist verfügbar. Hast du das wahrscheinlich da angelassen? Oh. Für nachher. Können wir ja, die gehen ja eh aus, wenn er nachher versucht zu handeln. Müssen wir eh wieder anmachen. Ich will nur das Licht hier anlassen, hier in dem Raum, falls es in die Ochen ist, dass wir den um den Tisch ziehen können, weißt du? Also wenn es ein Deochen ist, einfach hier nach links in das Esszimmer laufen. Dann können wir den um den Tisch ziehen und in die Küche. Wir können den auch da hinten ums Sofa ziehen. Da oben in dem Raum, wo das Versteck ist, kann man den in der Mitte um diese ganzen Sachen da ziehen, um diese Werkzeugkisten, die da in der Mitte gestapelt sind, da kann man den dann rumziehen. Also Grafton hat viele gute Looping-Spots für Deochen eigentlich. Ja, schon. Ich weiß noch, ich habe mal irgendwann hier damals, zur Zeit, als der 0.7-Patch draußen war, der Apocalypse-Patch, da hatte ich einen Darkness-Challenge hier gemacht, da habe ich hier in die Ohren in kompletter Dunkelheit hier durch das Graften gekitet. Hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe zwar nichts gesehen und musste rein aufs Gehör hören, aber es lief ziemlich gut, weil du so viele Möglichkeiten hier hast. Ja gut, das stimmt schon. Also der huntet immer noch nicht, also ich glaube, ich mache mal das Licht hier jetzt aus, weil wir sind bei 45. Könnte die Ohren sein. Ich glaube, alles fällt weg. Warte, flackert's? Nee, ist keine Hand. Okay. Es müsste eigentlich alles wegfallen. Ich streiche aber noch nicht alles aus, aber ich denke mal so Richtung Shade, die Ohren oder etwas gealterter Fay geht das hier. Oder der Geist ist einfach nur faul. Das kann natürlich auch möglich sein. Okay, wir waren jetzt bei 45. Die Hunting Threshold kann euch sehr viel darüber sagen, bei Null beweisen, was es für ein Geist ist. Deshalb empfehle ich, macht das Aktivitätenboard an. Wenn ihr unbedingt Insanity oder Nightmare spielen wollt, macht es ruhig. Ihr könnt den Preset vom Nightmare in den Custom Difficulty, könnt ihr oben auf Presets klicken und dann könnt ihr Nightmare zum Beispiel auswählen.
War das der Brecki oder war es das Kruzi? Hast das, das war der Brecki, ne? Gin ist raus. Brecki, ja. Ja, super Timing, Geist. Ja, okay, du hast die Schwimmbrille, falls es ein Deochen ist, ne? Yes. Okay, die falls es ein Deochen ist, wir hören das ja gleich, wenn der huntet. Dann ziehst du die einfach an. Aber der huntet ja immer noch nicht. Halt das Parabol Richtung des Raumes, damit du das Kruzifix hörst, wenn es benutzt wird. Ich gehe nochmal nach der Sanity schauen. Kann sein, dass das ein Fey ist, der gealtert ist. Das wird nämlich noch ein bisschen dauern. Also wie gesagt, geht auf Preset, geht auf Nightmare und stellt euch hier diese Monitore an. Ihr müsst ja nicht den hier unbedingt anmachen, aber zumindest den. Wir sind bei 35, das ist Shade Hunting Range, die wir gerade haben. Oh, er hat das Kruzi benutzt, hast du es nicht gehört? Die Aufgabe mit dem Kruzifix ist abgehakt, das heißt, er hat es benutzt. Wann hat er das gemacht? Gerade eben oder was? Warte Moment. Okay, Shade wahrscheinlich dann. Warte mal, die Tür ist zu. Das Kruzi ist ja komplett durch. Wann hat er das denn jetzt zweimal benutzt? Ja, gerade eben, hat er richtig Terror hier. Ja, aber der hat das schon zweimal benutzt. Was geht denn da ab? Ich hol mal schnell einen zweiten Smudge. Behalt die Tür hier im Auge, die Eingangstür. Sag Bescheid, wenn die Eingangstür zufällt. Ich will zwei Smudges haben, damit wir abhauen können. Sehr wahrscheinlich ein Shade, ne? Könnte ein Shade sein. Oder Deochen immer noch, weil ich weiß ja jetzt nicht, wann er genau versucht hat zu handeln. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Na komm, Freund, erst so das Kruzi auffressen und jetzt lässt du dir Zeit. Das ist mal wieder typisch. Das machen die aber immer, ne, die Geister. So, ich will den Raum nicht mit abdecken. Ich will nur den Bereich hier abdecken. Deshalb ziehe ich das ein bisschen hier rüber, damit wir hier sicher sind. Weil er könnte hier ein Ghost-Event machen, theoretisch. Es geht los! Kein Deochen, geh ins Versteck. Ghost, 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 Ghost. Hello? Ghost this way. Definitiv kein Deochen. Seht ihr? Und da wird es schon rucki-zucki kalt. Sie ist langsam, weil sie ins Salz getreten ist. Sag mal. Ich glaube, sie ist nicht schneller geworden. Kann das sein? Ja, ist auch nicht. Sind wir gleich. Der ist noch drauf zu sehen. Könnte ein Thay sein, der gealtert ist. Ist ja auch schon ziemlich mitgenommen aus der Arme. Naja, wir haben mal wieder Omi auf dem Land besucht. Ich würde jetzt gerne den Breaker anmachen, aber ich habe sie nicht gesmudged. Also warte ich lieber erstmal auf den nächsten Hand. Bleib ruhig da oben im Versteck. Vielleicht ist bis dahin deine Sanity auch auf null. Okay, das Kruzi da hinten ist ja jetzt eh schon total zerbrochen von dem Geist. Okay, es ist also kein Deochen. Ich denke mal, das ist dann ein Fey. Ich werde sie dann jetzt gleich sofort wieder, wenn der Hand losgeht, hier rüber locken. Weil sie ist nicht schneller geworden. Normalerweise, auch wenn die jetzt hier in das Salz latschen und durch das... Ah, es geht los. Es geht los. Ghosty, Ghosty, Granny, 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 Granny. Da hört ihr es. Sie wird nicht schneller. Granny! Ich muss sie einmal smudgen. So, ich hätte sie hier rumgelobt. Ja, ist ein Fay. Sie wird nicht schneller und... ich konnte mit ihr bis zu dem Lagerraum spazieren. Du kannst dich da übrigens bei dem Lagerraum jetzt in das Versteck hocken. Ich werde den Brecki mal anmachen. Ich habe sie gesmudged. Also wenn ihr den Geist smudged, habt ihr, wenn es kein Demon oder Spirit ist, 90 Sekunden Zeit, um euer Zeug zu erledigen. Hey Omi, die geht das hier ganz gemütlich an. Ich weiß nicht, wie wir das immer schaffen, die Thays so schnell altern zu lassen. Wir waren doch jetzt die ganze Zeit nicht in ihrem Raum gewesen. Ich verstehe es nicht. Wir schaffen es auch immer wieder. Ja, keine Ahnung. Wir schaffen es immer wieder, die Thays altern zu lassen. Obwohl wir so weit weg waren. Die kommen, glaube ich, immer zu uns. So.
Wenn du willst, kannst du ja auch mit Omi gleich mit spazieren gehen. Und hast du dich im Versteck platziert? Och Mann, der Brecki ist wieder aus. Hast du dich platziert im Versteck? Ja. Ich versuche, den Brecki wieder anzumachen. Es ist natürlich gefährlich. Weil sie könnte jetzt gleich wieder handeln. Also wie gesagt, wenn ihr den Geist gesmasht habt, habt ihr 90 Sekunden und die sind schon lange um. Aber weil es ein maximal gealterter Fay ist, müsste ich ihr entkommen können? War klar. Ja, komm rein. Omi hier. Hört ihr das, wie langsam sie ist? Sie ist, glaube ich, noch langsamer. Ich glaube, ich könnte sie vielleicht juken. Na, lieber nicht. Oh, ich habe nur einen Smudge. Nicht gut. Ich meine, sie wird eh nicht schneller. Ich muss die Tür eigentlich nicht hinter mir zumachen. Ich könnte sie aber, glaube ich, abhängen. Guck mal, wie langsam sie ist. Na, seht ihr, sie ist noch nicht mal bis dahin gekommen. Okay, bleib ruhig im Versteck. Ich habe sie gerade wieder gesmudged, weil natürlich hat sie gehuntet, als ich den Brecki angemacht habe. War ja klar. Ja, toll. Aber sie ist, glaube ich, noch langsamer. Ich konnte ihr locker entkommen. Ich habe sie zwar gesmudged, weil ich in der Sackgasse war, aber... Ach, ganz gemütlich. Ah ja. Ja, ist ja am Zähne, weißt du. Ich hab schon lange gehalten. Ja, ich guck mal kurz nach deiner Sanity, ob die schon auf Null ist. Und dann können wir noch einen Hand abwarten, dann können wir fahren. Ja, sie ist auf Null und ja. Warten wir den einen Hand noch ab, weil sonst wird das mit der Zeit zu knapp und dann gehen wir danach raus. Ich hole die Omi dann zu dir mit nach oben, falls sie es überhaupt bis da oben hin schafft. Auch keine Sachen bescheuert haben, verweist auch. Falls sie es überhaupt die Treppen hoch schafft. Ich glaube, Omi ist nicht mehr so ganz dabei. Ja, die arme Omi darf man nicht scheuchen, ne? Muss man langsam machen. Ganz langsam, gemütlich, sie ein bisschen an die Hand nehmen, ihr die Treppe hochhelfen, dann geht das schon. Ganz langsam machen. Muss man nicht halten, ne? Muss man auch so machen. Das passt ja jetzt, ne? Dieses Geistermodell und wie der Fay jetzt gealtert ist. Sie ist dauernd hier rübergekommen ins Wohnzimmer. Vielleicht zählt das ja auch schon. Vielleicht ist das ja range-based und nicht mehr darauf bezogen, ob man im gleichen Raum ist. Das kann ja auch sein. Mensch, dein Schatten jumpscared mich immer, Freund. Ich schieß dich gleich ab. Ah, Omi mag auch kein Bier. Omi, komm mal hierher. Omi, komm ab ins Bett. Komm, Omi, hier. Komm, ich helfe dir die Treppe hoch. Komm, lass die Rückzeit. Komm, Omi. Komm. Ja, komm. Ja, komm, Omi, komm nach oben, mach langsam. Lass dir Zeit, Omi. Mach langsam, Omi. Komm, Omi, ab ins Bett. Komm, Omi. Omi, hier. Okay, hab sie gesmatscht, komm raus. Ach, schön, dass du nicht für mich angemacht hast. Das ist ja schön. Das ist ja ein Service. Da siehst du, da die Omi versorgt und die Blinden versorgt. Ja, genau. Ich hab ohne Schaffen hier raus. Das ist noch ein extra Service von Ghost Hunting Inc. oder keine Ahnung, wie die heißen. Ja. Ghost Hunting Inc. Okay. ist, glaube ich, copyrighted oder so. Hey. Ja, ein ganz lieber Fay Omi. Guck mal kurz, ob die Aufgabe erledigt ist, nur zur Sicherheit. Das ist die zweite bei Dailies. Alles blau, alles wunderbar. Okay, dann Abfahrt. Ja, perfekt. Das seht ihr, so kann man auch mal einen gemütlichen Besuch bei Omi auf dem Land verkraften. Ne? Man lässt einfach mal alles ein bisschen langsamer angehen. Ne? Ist ja auch mal schön zwischendurch. Die Turbo-Omis sind natürlich auch cool, ne? Die Omis, denen man was Kaffee gegeben hat. Ja, das mit dem Perfect Game ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe Scheiße gebaut. Aber sie müsste, glaube ich, ein Level-Up dadurch kriegen. Ich will kein Level-Up. Ich will nicht zu schnell leveln. Aber sie, 2100. Ja, sie müsste jetzt einen Level bekommen. Weil ich glaube, sie braucht 2400 insgesamt für den nächsten Level. Das heißt, sie kriegt locker einen Level. Also mit diesem Schwierigkeitsgrad hier
Klar, die Trefferchance ist nicht 100% bei null Beweisen. Es kann auch mal alles schief gehen und ihr könnt manche Tests nicht machen, weil es nicht möglich ist, weil die Verstecke schlecht sind, weil ihr keinen richtigen langen Ghost Highway machen könnt, weil ihr einen Geist nicht lange angucken könnt. Sowas kann immer passieren. Ein Geist kann auch instant auf euch spawnen und handeln. Kann natürlich auch passieren, ne? Damit müsst ihr immer rechnen. Aber in der Regel läuft es gut. Wir haben sie... Oh, sie war noch nicht maximal gealtert. Also wenn die... Also 10-mal ist das Maximum, was ein Fae altert. Sie war 9-mal gealtert. Interessant. Okay, kann man also schon locker kiten ohne Sprint mit 100%. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, wenn ihr hier auf Custom geht und dann hier auf den Stift, könnt ihr hier oben auf Presets gehen und dann könnt ihr hier Nightmare oder Insanity zum Beispiel auswählen. Dann lädt das automatisch von diesem Schwierigkeitsgrad die Einstellungen da rein und dann könnt ihr innerhalb von diesem Schwierigkeitsgrad dann reingehen und sagen, oh ja, hier bitte, bitte gib mir hier meinen Sanity Monitor oder meinen auch Activity Monitor. Der Multiplayer geht dann runter. Ihr könnt ja stattdessen irgendwo was anderes verändern. Zum Beispiel das mit den Türen hier, oder? Ich glaube, hier das hier mache ich auch mal gerne, dass die nicht den Raum wechseln können. Aber hier zum Beispiel Interaction Amount, Event Frequency könnt ihr runterstellen. Erhöht den, seht ihr ja, das erhöht den Multiplayer. Was sehr viel hilft ist, guckt mal, der Unterschied, wenn ihr es Sprinten ausmacht. Also... Spielt damit ruhig ein bisschen rum. Nutzt es ruhig. Spielt nicht. Ihr müsst nicht das spielen, was vorgegeben ist. Zum Beispiel, wenn ihr Professional gern spielt, aber euch das nervt, wenn der Gast den Raum dauernd wechselt, ladet Professional hier rein, macht es aus, dass er den Raum wechselt und stellt dafür irgendwas anderes schwieriger, wenn ihr wollt. Oder lasst es dann so. Es ist ja trotzdem okay, was ihr da rauskriegt. Also experimentiert damit ruhig was rum. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und dann findet ihr schon einen Multiplayer, der euch zusagt, der für euch angenehm zu spielen ist, der auch nicht cheesy ist. Und klar, wir machen das manchmal auch, dass wir hier bei dem Schwierigkeitsgrad sagen, weißt du was, ich stelle auf 0 Sanity, dass der Geist sofort am Anfang handelt, mache dann dafür aber den Sprint an. Man kann ja variieren, wisst ihr? Das finde ich so schön an dem Spiel. Man hat so viele Möglichkeiten, hier zu variieren. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!